Es geht uns um drei Botschaften. Erstens, es gab Wahlgeschenke ganz offensichtlich schnell noch vor der Wahl mit einem Nachtragshaushalt durchgesetzt, die jetzt sofort wieder zurückgenommen wurden. Also die gelten für das nächste Schuljahr schon mal wieder gar nicht. Und gerade im vorschulischen Bereich, wo eben gekürzt wurde, finde ich das ein Armutszeugnis für die Staatsregierung. Zweitens ist es eben so, dass es verschiedene Garantien und Versprechungen vom Ministerpräsidenten in seiner Regierungserklärung gab, die nicht eingehalten werden. Da wollen wir, oder die auch gar nicht klar sind, was er damit meinte. Zum Beispiel Ganztagsgarantie ab 14 Jahren. Was meint er damit? Ab welcher Schulklasse? Meint er einen gesetzlichen Anspruch? Meint er ungefähr die Quote von 30%? Es ist nicht klar und vor allem ist es kein bisschen mit Geld unterfüttert. Also es ist einfach nicht untermauert. Und da komme ich zum eigentlichen Punkt auch nochmal. Drittens, es ist die Bildungspolitik und die Bildungsfinanzierung ist ohne Plan und ohne Konzept. Da auch das Stichwort demografische Rendite. Wir haben ganz eindeutig das Gefühl, das Kultusministerium selbst weiß nicht, wie ist diese demografische Rendite berechnet. Und wenn Sie es wissen, dann behalten Sie dieses Wissen dem Parlament vor. Es ist sozusagen ein Herrschaftswissen, was wir natürlich aus Haushaltsaspekten denen nicht durchgehen lassen können, weil Haushaltspolitik muss transparent und ehrlich sein und vor allem muss sie eben auch ein Konzept haben. Und auch ehrlich zu sich selbst, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass auch ein Bildungsminister weiß, wie viele Stellen sind eigentlich dazugekommen, wie viele fallen weg und wie viel möchte er gerne im System lassen. Das wäre unser Wunsch und unsere ganz große Forderung an die Staatsregierung.